Wenn Sanitäterin Marion Fröhlich und Kollegin Katja Hoffmann zu einem Unfall gerufen werden, kämpfen sie oft gegen den Tod. Bei ihrem heutigen Einsatz haben es die Rettungskräfte allerdings mit einem großen Rätsel zu tun. Feuerwehrantragungsdienst, hallo? Ja, gut, ich brauche hier dringend die Polizei oder irgendwie nimm einen Arzt. Ich habe eine Frau angefahren. Wer ist denn da bitte? Hörner hier. Ich habe eine Frau angefahren, die läuft hier auf der Straße rum, die ist blutverschmiert. Herr Hörner, wo sind Sie? Im Briandweg. Und die Frau, die läuft hier auf der Straße, alles klar, überall bleiben Blut. Sie bitte, bleiben Sie bitte ruhig, wir sind unterwegs. Ja, wir sind in Kürze bei Ihnen. Ja, machen Sie ganz schnell bitte. Noch haben die Rettungskräfte keine Ahnung, was genau sie am Unfallort erwartet. Hallo. Ruhig, ganz ruhig. In unserem Fall jetzt war es so, dass die gute Frau so verwirrt war, weil sie nicht sehen konnte. Man nähert sich den Personen, gibt sich zu erkennen, sagt, wer man ist und versucht, auf die Leute erstmal beruhigend zu wirken. Nicht dran gehen. Ist das okay? Nee, das ist kein Blut. Nicht dran gehen. Ich mach mal auf. Als wir zuerst eintrafen und nur vom Auto aus die Dame sehen konnten, haben wir natürlich zuerst angenommen, es wäre Blut, was sie im Gesicht hatte. Aber als wir näher rangekommen sind, stellten wir fest, dass es eine Art Farbe oder Lack war. Nicht dran gehen, bitte. Wir holen jetzt was. Geben Sie mir einmal Ihre Hand. Ja? Geben Sie mir Ihre Hand. Greifen Sie hier zu. Meine Kollegin wird jetzt eine NaCl-Lösung holen, damit wir Ihnen die Augen ausspülen können. Dann hört das Brennen auf. Versuchen Sie, sich einmal zu entspannen. Einmal den Kopf nach hinten lehnen, ja. Es wird jetzt ein bisschen nass und auch etwas kalt. Das ist eine Flüssigkeit zum Spülen. Wenn man Farbe oder Lack so massiv ins Auge bekommt, ist das natürlich sehr gefährlich. Zum einen, das Ganze verklebt die Tränendrüsen, die ganzen Kanäle gehen zu, es kann nicht mehr ordentlich ablaufen. Zum anderen, die Chemikalien, die selber in der Farbe sind, können natürlich das Augenlicht und die Netzhaut beschädigen. Der Polizei wurde ursprünglich ein Verkehrsdelikt gemeldet. Klaus Wiebel und Michael Weber ahnen noch nicht, was sie hier gleich erwartet. 13:24 eintreffen. So, was ist passiert? Es ist Farbe. Was ist passiert? Im Gesicht und sie konnte nicht sehen aufgrund der Verklebung. Wir säubern jetzt erstmal die Augen. Okay. Aber wir wissen nicht woher. Sie war hier wohl auf der Straße. Fragen Sie den Herrn, sie ist wohl vors Auto gelaufen. Mehr wissen wir noch nicht. Sie kam, fahren die orientierungslos. Das ist Ihr Fahrzeug? Das ist mein Fahrzeug, ja. Ja. Führerschein, Fahrzeugschein? Das heißt, hat es einen richtigen Zusammenprall gegeben oder konnten Sie noch rechtzeitig? Ja. Aber ich habe sie getroffen, ja. Ist sie gestürzt dann? Nein, sie ist nicht gestürzt. Der Pkw-Führer, der an seinem Fahrzeug gewartet hat, war sehr aufgeregt und hat mehrfach betont, dass ihm das Mädel vors Auto gelaufen ist. Konnte sich auch klar erinnern, von wo nach wo das Mädel gelaufen ist und hat sich dann ab sofort um die junge Frau gekümmert. Wo ist das passiert? Hier vorne auf der Straße. 5 Meter, 10 Meter? Nur 10 Meter zurück und okay. Ich musste stehen bleiben. Also es war echt... Ich wusste in dem Moment tot, weil ich bin total durcheinander. Ich bin total durcheinander. Die Beamten ahnen, dass hier etwas nicht stimmt. Die Halterabfrage liefert allerdings noch keinen Hinweis. Von wo ist sie gekommen? Also sie ist von da gekommen, sie ist hier rüber gekommen und hat... Sie sind in die Richtung gefahren, ja, genau. Und das Mädel ist von hier gekommen? Ja, genau. In der Höhe haben Sie sie leicht getroffen? Ja, genau. Okay, gut. Wir haben seine Personalien, haben wir, ja? Die Personalien von ihr haben wir auch. Ich guck mal, wo die da vorne hergekommen sein könnten. Michael Weber will eigentlich nur den Tathergang rekonstruieren, als er eine verheerende Entdeckung macht. Hallo? Was haben Sie hier gemacht? Klaus! Hol mal den Sani her! Der Kollege hat sich dann im Umfeld was umgesehen und wir haben dann festgestellt, dass einige Meter weiter tatsächlich eine schwer verletzte Person neben einer Leiter und Farbeimern lag und vor Schmerzen wimmerte. Also ganz offensichtlich ein Arbeitsunfall zunächst mal, von der Leiter gefallen bei Heimwerkerarbeiten. Hallo? Wo tut's Ihnen weh? Da? Sind Sie hier gefallen? Okay, versuchen Sie, sich ruhig zu verhalten. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich brauche einen zweiten RTW mit Notarzt, bitte. Nach erstem Anschein hatte der Patient vermutlich ein Schädel-Hirntrauma, was wir nie ganz ausschließen können. Auch die Verletzung der Wirbelsäule kann man nicht ausschließen. Bei ihm war es jetzt extrem schwer, überhaupt zu erkennen, wo sind Wunden, wo ist Blut, was ist Farbe, weil die Farbe nun mal auch rot war. Zu erwarten ist, dass er wahrscheinlich noch einige Brüche im Körper haben wird, aber auch, dass er eventuell innere Blutung hat. Die beiden Unfälle scheinen irgendwie zusammenzuhängen.
Haben Sie was mit dem Mann zu tun, der hier vorne das Haus gestrichen hat? Kennen Sie den? Das ist Ihr Nachbar? Was ist denn mit dem? Ja, der ist von der Leiter gefallen und sieht nicht so gut aus. Also der ist schon nicht unerheblich verletzt. Okay. Können Sie mir denn sagen, wieso Sie vor das Auto gelaufen sind? Ja, ich habe meine Nachbarin gesehen aus dem Küchenfenster. Ja. Sie hat halt mein Auto beschmiert. Ist das das Auto, was hier vorne steht, Ihr Auto? Das hier? Ja, genau. So, und dann wollten Sie auf die Straße laufen, oder wie? Ich wollte sie zur Rede stellen und dann hat sie einfach mit dem Pinsel durch mein ganzes Gesicht gestrichen. Und ich habe einfach nichts mehr gesehen. Ich konnte nichts mehr machen. Und dann sind Sie auf die Straße gelaufen und weil Sie nichts gesehen haben, dann dementsprechend vors Auto? Richtig. Ja, jetzt habe ich das ungefähr verstanden. Ja. Und die Nachbarin ist die Frau von Ihrem Nachbarn, der jetzt das Haus gestrichen hat? Das ist richtig. Gott, jetzt sind wir ganz einen Schritt weiter. Wir haben dann versucht, die verschiedenen Bausteine zusammenzusetzen. Und im Laufe der ganzen Aktion ergab das dann auch irgendwann ein Bild, dass es hier eine Geschichte gewesen ist, die sich im Bereich von Ehestreitigkeiten abgespielt hat, von Eifersucht. Die Ermittlungen gehen jetzt in eine neue Richtung. Die Spezialisten schließen nicht aus, dass es sich hier um einen Racheakt handelt. Was hast du da? Das ist der Pinsel, wo die mit durchs Gesicht gezogen ist und dann Fotos gemacht hat. Gehört das auch noch dazu? Ja, ich habe Fotos gemacht. Immer noch ist unklar, warum der Mann von der Leiter fiel. Hat sie denn jetzt was eruieren können, was passiert ist? Bisher noch nicht. Okay. Ja. Wissen Sie, wie Sie von der Leiter gefallen sind? Sprechen Sie mit mir, bleiben Sie bei mir. Geschubst. Wo ist Ihre Frau? Wie sieht Ihre Frau denn aus? Blond. Wir werden auf jeden Fall hier erstmal Ermittlungen tätigen. Sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich vorsätzlich geschehen ist, dann haben wir natürlich eine etwas andere Deliktgruppe vorliegen. Dann muss man überlegen, ob es ein mögliches versuchtes Tötungsdelikt gewesen sein kann. Als Klaus Wiebel die Ergebnisse an die Leitstelle übermittelt, bekommt er weitere Informationen, die sich als sehr brisant erweisen. Der zweite RTW trifft jetzt ein und die Verletzten werden versorgt. Wir brechen hier ab. Ja, haben wir verstanden. 1324 nämlich wieder frei. Wir haben einen Verkehrsunfall in der Priamstraße. Das muss bei euch in die Ecke sein. Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Würdet ihr den übernehmen? Ja, verstanden, sind unterwegs. Wir waren fertig mit unserem Einsatz. Wir hatten alle erforderlichen Maßnahmen getroffen. Und dass wir dann den nächsten Einsatz unmittelbar von der Leitstelle erhalten haben, das kommt häufiger vor. Hier bei uns in einer Großstadt, dass ein Einsatz nach dem anderen passiert. Das war zunächst mal nichts Ungewöhnliches. Und auch, dass wir nichts davon gehört haben, wenngleich die Autos doch mit nicht ganz unerheblicher Geschwindigkeit gegeneinander gefahren sind. Noch ahnen die Beamten nicht, dass der nächste Unfall ihre bisherigen Erkenntnisse komplett auf den Kopf stellen wird. Die Polizei, guten Tag. Guten Tag. Sind Sie verletzt? Ja. Alles gut? Ja, das ging so, weil die kam plötzlich da. Ja, ja, aber warten Sie, wir müssen uns jetzt erstmal. So. Was? Ja. Hallo, was ist mit Ihnen? Sind Sie verletzt? Ich hab schon Nein, mir ist alles gut. Ich habe ihn nur nicht kommen sehen. Der war auf einmal ja, da. Ja, ja, alles gut. Alles, mal, da kümmern wir uns gleich mal hin. Also Sie machen genau. Mir so einen Eindruck. Bleiben Sie erstmal ruhig sitzen, ja? So, Wagen ist aus. Okay. Bleiben Sie mal sitzen. Halten Sie mal bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein bereit. Der Sachschaden, den der unvorsichtige Fahrer bei den Autos verursacht hat, ist beträchtlich. Wollen Sie einparken oder ausparken? Nee, ich wollte eigentlich losfahren. Losfahren, okay. Und, aber... Ja, und dann? Ja, wie gesagt. Dann haben sie nicht richtig aufgepasst. Ja, und dann kam die junge Frau von links. Genau. So was? So ja. In der Art. Diese Art von Verkehrsunfällen, wie wir ihn dann schließlich vorgefunden haben, sind unser tägliches Brot. Darüber sind wir nicht zuletzt froh, denn wenn es keine Verletzten gibt, nur Sachschaden, leichte Verkehrsunfälle passieren wie Sand am Meer. Ihnen geht's gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Der Tag war Sie nicht wollen so wirklich keinen Rettungswagen? Nein, mir geht's gut. Nur mein Tag war so schlimm. Okay, gut. Dann tun Sie sich selbst einen Gefallen. Und wenn wir hier durch sind, Sie gehen zum Hausarzt. Lassen Sie untersuchen. Okay? Einverstanden? Gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dann bleiben Sie noch einen Moment sitzen, ja? Hä? Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist die Frau, die da vorne wohnt. Das ist die Frau von dem Maler, der da vorne Leiter gefallen ist. Ach du lieber Gott, okay, verstehe. So, also kann das ja eigentlich nur die sein, die der Nachbarin den Pinsel durchs Gesicht gezogen hat. Wir gucken uns mal ihre Hände an. Für die Polizisten stellt sich heraus, dass die Unfälle enger zusammenhängen als gedacht. Erzählen Sie mir doch bitte mal,
wo Sie hergekommen sind, unmittelbar bevor Sie hier den Unfall hatten? Ich bin von zu Hause gekommen. Ich bin zu Hause losgefahren. Ich wollte einfach nur wegfahren und bin nicht zu schnell gefahren. Wir haben es gesehen, dass Sie um die Ecke wohnen. Welche Situation hat sich denn bei Ihnen zu Hause abgespielt? Ich bin ausgerastet, mein Mann geht mir fremd. Und es war alles zu viel für mich. Und dann habe ich die Frau noch gesehen, mit der er ein Verhältnis hat. Und langsam. Was, ganz ruhig. Was heißt denn ausgerastet? Wenn Sie ausgerastet sind? Ich habe gegen die Leiter getreten und ich habe das Auto bemalt und ich habe die Frau angemalt. Meine ganze Ehe geht doch kaputt. Ja, das ist natürlich nicht so ein richtig korrektes Verhalten. Ne? Ihr Mann liegt nämlich auf dem Rasen und ist wahrscheinlich relativ schwer verletzt. Das wollte ich nicht, dass Sie wissen. Ja, ich glaube Ihnen das. Jetzt müssen die Beamten ermitteln, ob die Frau die Wahrheit sagt. Wir gehen da jetzt mal rüber. Sind Sie dazu in der Lage? Okay, gut. Warte ich auf die... auf das, genau, so machen wir es. Gut. Oh Gott, was habe ich nur getan? Ja, es besteht keine Lebensgefahr, also insofern, aber dennoch ist es natürlich nicht geschickt gewesen, ihn von der Leiter zu stoßen. Können Sie sich erinnern, ungefähr wie hoch er auf der Leiter war? Nein, ich bin einfach nur rausgestürzt, weil ich SMS gelesen habe und das war alles so viel in letzter Zeit, er ist nicht zu Hause. Wenn ich mich in die Situation dieser jungen Frau versetze, ich denke, da ist es keine Schwäche, wenn man emotional zusammenbricht. Ganz gut. So. Wer ist sie? Das ist die Ehefrau. Carlos. Die das wahrscheinlich verursacht hat hier. Okay. Ganz ruhig. Kommen Sie, möchten Sie einmal, am besten wollen Sie mit ihm einmal sprechen. Kommen Sie, er darf sich nicht bewegen, das ist ganz wichtig. Versuchen Sie von der Seite mit ihm zu sprechen. Carlos! Nicht hier drauf, bitte. Es sind auch an dem Arm wirklich Verletzungen. Carlos, es tut mir so leid, aber das wäre alles nicht passiert, wenn du mit Lisa nicht fremdgegangen wärst. Was für mich? Oh. Ja, ich habe doch eure SMS gelesen. Was? Warum tust du mir das an? Was? In Verbindung mit Beziehungsgeschichten haben wir festgestellt, dass sich der Mensch eine unglaubliche Fantasie angeeignet hat und ganz eigenartige Maßnahmen durchführt. So auch in diesem Fall seinen Lebensgefährten von der Leiter zu schubsen. Also dazu muss man, denke ich, schon ziemlich sauer, ziemlich wütend sein und dazu muss schon viel passiert sein. Ich bin nicht fremdgegangen. Wie kommst du da rauf? Du bist mir fremdgegangen. Ich habe doch deine SMS gelesen. Gucken Sie doch mal hier. Ich habe ihr nur geholfen. Dann schreibt man sie sowas nicht. Die junge Frau hat nach meiner Einschätzung eine ziemliche Strafe bereits dadurch erfahren, dass sie ihren Mann dort unten auf dem Betonboden hat liegen sehen, schwer verletzt. Da ist sie dann nochmal zusammengebrochen. Über das genaue Strafmaß mag ich mich nicht äußern, aber ich denke, sie ist mit dieser Gesamtsituation gestraft genug. Die Ehefrau bereut ihre Tat. An einer Strafverfolgung ändert das nichts. Die Beamten müssen sie trotzdem zur Beweisaufnahme mit auf die Wache nehmen. Die Ehefrau, die hat alles zugegeben. Weswegen? Eifersuchtsdrama oder was? Eifersucht. Sie hat zugegeben, dass sie den Pinselstrich da über die Augen gezogen hat. Sie hat zugegeben, dass sie die Leiter geschubst hat. Sie hat zugegeben, dass sie den Schriftzug aufs Auto gemacht hat. Wir nehmen sie jetzt mit, wir lassen sie nicht zusammenfahren, das halte ich für nicht so gut. Noch ist nicht endgültig geklärt, ob die Frau grundlos eifersüchtig ist oder ihr Mann den Seitensprung immer noch leugnet. Sie haben die SMS geschrieben, ne? Ja, das ist richtig. Ja, die ist leider in falsche Hände geraten. Und deswegen ist diese gesamte Situation entstanden. Ja, derjenige, an den Sie die SMS geschrieben haben, dessen Frau hat diese SMS gelesen und hat natürlich gedacht, dass Sie ein Verhältnis mit Ihrem Mann haben. Das ist doch völliger Blödsinn. Das ist nur Freund, er hat mir geholfen. Aber sie hat eben geglaubt, dass es da ein Verhältnis gibt. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Okay, alles Gute. Die eifersüchtige Ehefrau hat sich bei den beiden Verletzten entschuldigt. Ihr Mann hat ihr verziehen und auch die Nachbarin hat von einer Anzeige abgesehen. Die Farbattacke hat keine bleibenden Schäden hinterlassen. Nur für den nachfolgenden Autounfall muss sich die Täterin verantworten.